Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format hier auf dem Fred Carpet Kanal. Mit mir, Larissa. Und mir, Steven. Bevor es losgeht, eine kleine Erklärung zu dem, was euch jetzt gleich hier und auch in Zukunft in unserem Format erwarten wird. Wir werden hier pro Folge 3 Filmempfehlungen aussprechen zu Filmen, die alle ein bestimmtes Thema teilen. Und das Thema heute ist Practical Effects. Danke an Planet Lila für diesen wirklich tollen Kommentar, wir haben uns sehr gefreut. Und diese tolle Idee zu einem Video. Da haben wir doch glatt ein neues Format drauf gemacht. Bevor wir jetzt hier vielleicht reinspringen mit den Filmempfehlungen, nochmal ganz kurz für den Hintergrund zum Thema Practical Effects und dafür vielleicht kurz erklärt. Das Thema der Folge kurz erklärt. Practical Effects ist eine Subkategorie von visuellen Effekten. Dabei handelt es sich um physisch produzierte Spezialeffekte. Sie stehen im direkten Gegensatz zu CGI, Computer Generated Imagery, schließen diese aber nicht zwangsläufig aus. Practical Effects sind immer per Hand gemacht und werden während des Drehs am Set eingesetzt. Das kann einem Film einen gewissen Realismus, Dimension oder Gewicht geben, da die SchauspielerInnen wirklich mit etwas interagieren können und sich nicht alles vorstellen müssen. Practical Effects lassen sich gut in folgende Punkte einteilen. Erstens, Spezialeffekte, die häufig genutzt werden, um nichtmenschliche Wesen zum Leben zu erwecken. Darunter fallen zum Beispiel Prosthetic Make-up, also plastisches Make-up, Animatronics, das sind mechanische Puppen, Creature Suits, also ganze Kostüme, die einen Menschen nicht menschlich erscheinen lassen, und Puppetry, zu Deutsch Puppenspiel. Zweitens, Miniatureffekte. Dabei werden kleine Modelle von Orten gebaut, die dann so gefilmt werden, dass sie später im Film lebensgroß und real erscheinen. Drittens, mechanische Effekte, die die abgebildete Umgebung beeinflussen. Zum Beispiel eine Bewegung des Bodens beim Erdbeben oder eine einstürzende Wand. Aber auch sogenanntes Aerial Rigging fällt darunter, bei dem Menschen und Gegenstände an in der Postproduktion nachträglich entfernten Seilen schweben, fliegen oder gehalten werden können. Viertens, Pyrotechnik für Explosionen oder Feuer. Fünftens, Wettereffekte, beispielsweise Regen, Nebel oder Schnee. Sechstens sind dann die sogenannten Scoops. Das sind kleine explosive Päckchen, die beim Implodieren beispielsweise rote Flüssigkeit freigeben und so für eine Schusswunde genutzt werden können. Zu den prägendsten Practical Effects der Filmgeschichte gehören Metropolis, Jason und die Argonauten, Der Weiße Hai, Star Wars – Eine neue Hoffnung, American Werewolf, Jurassic Park und die Herr der Ringe Trilogie. Und wir sind wieder zurück, wieder da, im Studio. Und legen gleich los mit der ersten Filmempfehlung. Für den ersten Film haben wir uns den 2004 erschienenen Film Vergissmeinnicht ausgewählt. Worum geht er eigentlich? Vergissmeinnicht. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, hier von mir ein paar Worte zur Handlung. Es geht um Joy und Clementine, gespielt von Jim Carrey und Kate Winslet. Die beiden haben sich vor einiger Zeit auf einer Strandparty kennengelernt und haben eine Beziehung geführt, die vor kurzer Zeit nach einem sehr hässlichen Streit in die Brüche gegangen ist. Eigentlich. Denn nun auf einmal scheint Clementine Joy nicht mehr zu erkennen. Und dieser ist darüber sehr verletzt und verwirrt, denn er hat sich eigentlich von ihr eine zweite Chance erhofft und nun ignoriert sie ihn. Er stellt aber fest, das erzählen ihm dann Freunde, dass sie ihn gar nicht bloß ignoriert, sondern dass sie ihn wirklich aus seinem Gedächtnis gelöscht hat. Ärztlich. Joy ist noch verwirrter, verständlicherweise, aber auch nicht abgeneigt, denn die Erinnerung an die gemeinsame Zeit lastet sehr schwer auf ihm und er entscheidet sich dann, auch diese ärztlich durchgeführte Löschung vornehmen zu lassen. Dafür muss er aber einmal zurück die ganzen Erinnerungen noch einmal neu erleben, und zwar in den Wirrungen seines Unterbewusstseins. Und bei all dem Streit und dem Ärger, der dann vor seinem inneren Auge noch einmal an Joy vorbeizieht, wird ihm klar, dass er Clementine eigentlich überhaupt gar nicht vergessen möchte, sondern dass er um sie kämpfen will. Und da beginnt dann eine witzige Reise, ein Wettlauf durch sein Unterbewusstsein gegen die Prozedur, die gerade bei ihm durchgeführt wird. Regie hat geführt Michel Gondry. Der Film ist 2004 erschienen, hat eigentlich den Originaltitel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, was wir um einiges schöner finden als Vergissmeinnicht, aber das ist nun eben der deutsche Titel. Wie gesagt, 2004 erschienen ist der zweite Film von Michel Gondry, der zweite Spielfilm, der vielleicht bekannt ist, den ihr vielleicht kennt, aus Völlig abgedreht. Das sehr außergewöhnliche Drehbuch stammt von dem auch sehr bekannten Drehbuchautor, Regisseur und Romanautor Charlie Kaufman. Der ist bekannt für Filme wie Adaption, Being John Malkovich oder erst der kürzlich erschienene, 2020 erschienene Netflix-Film I'm Thinking of Ending Things, wo er auch Regie geführt hat.
an dieser Stelle vielleicht genug von Charlie Kaufman. Ja, zurück vielleicht zu unserem Film und zu unserem Thema Practical Effects. Die Gedankenwelt Joels wurde vor allem mit Schnitt, Licht und CGI dargestellt. Aber auch mit Practical Effects. Die haben teilweise eine humoristische Ebene weiter ausgebaut, die der Film auf jeden Fall hat. Und die der Film auch, finde ich, braucht, um das Ganze noch als Komödie durchgehen zu lassen. Teilweise ist es sehr dramatisch. Zum Beispiel Regen im Wohnzimmer, was ich sehr charmant fand. Ja. Oder eine Szene, wo die beiden Protagonisten in einem riesengroßen Spülbecken gebadet wurden. Was auch sehr, sehr schön aussah. Es war ein sehr schönes und lustiges Bild. Vielleicht spannender an dieser Stelle. Einen ganz berühmten Filmtrick, der angewendet wurde, um Jim Carrey in dieser Szene künstlich kleiner zu machen. Das Spülbecken ist nämlich Teil einer größeren Szene, in der Joel zurück in seine Kindheit muss und dafür die Größe seines vierjährigen Ichs wieder annimmt und sich da unter den Tisch der Küche seines Elternhauses setzt. Und dafür konnten sie natürlich Jim Carrey nicht schrumpfen, sondern haben eben einen ganz berühmten Filmtrick angewendet, den ich glaube, dass du den ein bisschen besser vorbereitet hast. Vielleicht. Forced Perspective, zu Deutsch erzwungene Perspektive, ist eine Technik im Film, mit der man Objekte oder Personen kleiner oder größer erscheinen lassen kann, als sie eigentlich sind. Diese optische Täuschung wird durch die Entfernung zwischen Kamera und den verschiedenen Objekten im Bild erzeugt. Was also näher an der Kamera steht, wirkt größer, und was weiter weg ist, kleiner. Dabei ist auch der Winkel, aus dem das Ganze gefilmt wird, essentiell, da sonst eben diese Illusion gar nicht erst entstehen kann. Das wohl bekannteste Beispiel im Film ist in der Herr-der-Ringe-Trilogie. In echt waren da nämlich Gandalf und die Hobbits ähnlich groß, doch durch Forced Perspective waren die Hobbits im Film dann deutlich kleiner. Um diese Illusion eben glaubhaft zu machen, waren die Sets aus zwei verschiedenen großen Teilen zusammengesetzt. Groß für die Hobbits und klein für Gandalf. Aus dem richtigen Winkel dann betrachtet, fügte sich alles logisch zusammen, sodass eben diese Illusion entsteht. Und fast genauso haben Michel Gondry und sein Team diesen Trick auch in Vergissmeinnicht genutzt. Ja, also das kann man eben wirklich sehr gut in dem Film sehen. Und insgesamt hat mir die Darstellung dieser Gedankenwelt sehr gut gefallen. Auch weil das Ganze durch die Practical Effects dann auch wirklich sehr haptisch wurde und leichter verdaulich. Und das fand ich gut. Ja, das stimmt auch sehr. Sehr schöne Bilder. Wollen wir weitermachen? Ja, mit dem nächsten Film? Kommen wir zu unserem nächsten Film. Und da haben wir uns den Film Pan's Labyrinth ausgewählt. Ziemlich auch eine kleine persönliche Geschichte, die gleich kommt. Denn davor kommt erstmal die Handlung. Spanien 1944. 2 Jahre nach dem Spanischen Bürgerkrieg. Vor dem Hintergrund der militärischen Repression unter General Franco eröffnet sich der 11-jährigen Ophelia eine wundersame Märchenwelt. Ophelia, gespielt von Ivana Baquero, zieht mit ihrer hochschwangeren und kränklichen Mutter, gespielt von Ariadna Gil, direkt in eines der verbliebenen Glutnester des Krieges. Hier begegnen sie Hauptmann Vidal, gespielt von Sergio Lopez, der neue Mann ihrer Mutter, der mit einer sehr verbissenen Grausamkeit gegen die letzten Partisanen kämpft. Ophelia kann sich dieser schlimmen Situation nicht entziehen, bis sie eines Nachts von einer Fee fortgelockt wird, direkt in Pans Labyrinth. Hier begegnet sie Pan, gespielt von Doug Jones, welcher ihr ein Leben in der Märchenwelt anbietet. Doch um dorthin zu gelangen, muss Ophelia 3 Prüfungen bestehen, bei denen sie sich nicht nur gegen märchenhafte Schauergestalten behaupten muss, sondern auch gegen die Schreckengestalten der Realität. Pan's Labyrinth ist ein sehr, sehr schöner Film, der mich sehr lange schon begleitet hat. Denn ich habe damals bei Filmpeter, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, einen Videoverleih. Shoutout an die Kieler Locals. Ja. Auf jeden Fall ist ein Filmverleih und ein Videoverleih. Und da habe ich Pan's Labyrinth immer gesehen, als ich klein war. Ich war von klein auf bin ich schon Monster-Fan und finde halt Monster cool. Alles, was um Monster geht, finde ich nice. Und deswegen war eben Pan's Labyrinth so immer das Bild mit diesem V und dachte ich, oh, cool, das würde ich gucken. Da habe ich es noch angeschaut in die Videokassette, weiß ja nicht, aber das ist eben die Verpackung davon. Habe dann gesehen, dass es ab 16 war, was nicht so gut war für den kleinen Steven. Aber gleichzeitig habe ich auch hinten die Bilder gesehen von den Pfauen, aber auch von den Pale Man, auch eine Gestalt oder ein Wesen, was in dem Film vorkommt. Kennt ihr wahrscheinlich mit den Augen in den Händen, auch gespielt von Doug Jones, kommen wir gleich noch zu. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, dass ich mir dachte, okay, den gucke ich lieber doch nicht, weil ich dachte, oh, das ist ein Horrorfilm, das kann ich mir nicht geben.
Und dieser Film, ich habe ihn nie geguckt dann. Ich wollte ihn immer gucken. Ich hatte immer Vorstellungen davon, habe auch ein, zwei Szenen davon gesehen und dachte immer, ich weiß, was daran passiert. Wusste es aber nie, bis wir jetzt eben bei der Vorbereitung uns entschieden haben, den Film zu nehmen für Practical Effects. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und als wir den gesehen haben, war ich sehr, sehr positiv überrascht. Es ist ein wunderschöner Film und die Hintergründe dafür erfahrt ihr jetzt. Ja, also ich war auch überrascht, muss ich sagen. Ich gucke nämlich eigentlich keine Horrorfilme, das ist nicht so mein Ding. Und Panzerlabyrinth ist ein Horrormärchen, das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Und genau, es ist eine spanische Produktion von dem spanischen Regisseur Guillermo del Toro, 2006 rausgekommen. Und tatsächlich hätte Guillermo del Toro das Ganze mit einem weitaus größeren Budget als Hollywood-Produktion machen können. Es gab mehrere Angebote, die er aber alle abgelehnt hat, da er keine Kompromisse eingehen wollte. Zum Beispiel auch bei der Sprache. Der Film ist nämlich auf Spanisch. Wir haben die deutsche Übersetzung geguckt. Aber gedreht wurde er auf Spanisch und das war Guillermo del Toro sehr wichtig, da das Ganze eben eine sehr persönliche Angelegenheit für ihn war. Ja. Hier vielleicht ein ganz kleiner Fun-Fact von meiner Seite aus. Denn, wie Larissa eben schon sagte, ist ein sehr persönliches Werk von Guillermo del Toro, wo er tatsächlich seit 1993 daran gearbeitet hat. Und da hat er ein Production-Buch geführt, ein großes Notizbuch, wo eben sich Skizzen und Notizen zu dem Film oder zu der Story waren, was denn später Panzerlabyrinth werden sollte. Und dieses Buch, was eben so das Herzstück von dem Film ist, also ohne dieses Buch wäre der Film nicht passiert, dieses Buch, ausgerechnet dieses Buch, hat Guillermo del Toro eines Tages in einem Taxi vergessen. Und kurzzeitig war Panzerlabyrinth gestorben. Doch dann hat der Taxifahrer das Buch gesehen, hat sich gedacht, das sieht sehr wichtig aus und hat es dann zurück an den werten Herrn del Toro gebracht. Er hat es also wiederbekommen und das war auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, Guillermo del Toro, dass er diesen Film drehen muss und das hat er noch getan und jetzt haben wir Panzerlabyrinth, einen sehr, sehr schönen Film. Mit eben auch sehr, sehr schönen praktischen Effekten. Und dazu kommen wir jetzt. Nämlich sind uns neben den wirklich außergewöhnlichen, tollen, magischen Sets in der Märchenwelt, aber auch in der realen Welt, sind uns vor allem die Kostüme aufgefallen. Die Kostüme wurden designt von Lala Huet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auf jeden Fall einer spanischen Kostümbildnerin, die wirklich einen sehr guten Job geleistet hat mit wirklich sehr geilen Designs, aber natürlich auch von Guillermo del Toro inspiriert, aber sehr, sehr coole Designs. Und die hat dann Schauspieler Doug Jones zum Leben erweckt. Den Faun und eben auch den Pale Man, den Augen in der Hand, man. Doug Jones, auch bekannt aus Filmen wie Shape of Water, Hellboy 1 und 2, ist also schon ein längerer oder hat länger, oft schon Kollaboration mit Guillermo del Toro gemacht. Und er ist vor allem bekannt daraus oder davon, dass er eben Monster oder auf jeden Fall nichtmenschliche Wesen in Kostümen verkörpert und das eben auch sehr gut macht. Und das hat er eben auch in dem Film gemacht, da hat er nämlich, wie gesagt, den Faun und den Pale Man gespielt. Und für den Faun, der auf jeden Fall größer ist als Doug Jones, also wirklich echt ein dickes Ding ist, dickes Ding, also ein großes Wesen ist, da musste er auf Stelzen stehen. Und der Faun hat auch sehr merkwürdige Beine und das sind nicht Doug Jones echten Beine, sondern da haben sich die Kostümbildner einen Trick auch ausgedacht. Und da haben sie nämlich bei dem Kostüm, bei den Knien von dem Faun, Löcher gemacht, dass Doug Jones normale Beine da durchgegangen sind. Diese haben sie dann grün bekleidet und in der Postproduktion dann rausgeeditet oder rausanimiert, was dann eben diesen Effekt und diese Illusion hat, dass das die echten Beine von dem Wesen sind. Und das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich habe mich gefragt, wie sie es gemacht haben. Als ich das rausgefunden habe, war ich wirklich echt sehr positiv überrascht. Vor allem und auch sehr froh. Also die Beinstellung wäre nicht gesund gewesen, Doug Jones. Und auf jeden Fall mit dem Hintergrund auch, dass der Film aus 2007 ist. 2006 ist. Und dass die Effekte eben dahingehend sehr gut waren. Ja, dass es auch so gut zusammengespielt hat, einfach mit den Practical Effects an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Was aber auch praktisch war, war eben der Kopf des Fauns, der auch wirklich sehr groß war und bei dem tatsächlich Doug Jones nur durch die Nasenlöcher von dem Faun gucken konnte. Nämlich nicht aus den Augen oder aus den Ohren, da diese beiden Dinge aber den Kopf mit mechanischen Elementen bewegt wurden. Das ist halt so wirklich, als wäre das echt. Was konnte Doug Jones nicht selber machen? Zu große Augen hatte er auch gar nicht. Deswegen musste er eben dadurch Nasenlöcher gucken. Und gleichzeitig war es auch sehr laut, da diese mechanischen Elemente ein bisschen lauter waren. So laut, dass er teilweise sogar gar nicht seine Co-Starin Ivana Baquero verstehen konnte.
Was nicht praktisch ist, wenn du mit ihr spielen sollst und nicht verstehst, was sie sagt und nicht weißt, wann hört der Satz auf, wann muss ich reagieren. Vor allen Dingen, weil sie ja auch auf Spanisch gesprochen hat. Doug Jones musste auch auf Spanisch sprechen, aber das konnte er vorher gar nicht. Also das hat er mit einem Linguisten vorher geübt und gelernt, also ihre Sätze quasi auch auswendig gelernt, damit er dann darauf reagieren kann. Später wurde er dann von einem spanischen Schauspieler synchronisiert, aber damit eben die Lippenbewegung stimmt, musste er eben das dann lernen und gut aussprechen können. Also kann man sich vorstellen, dass Doug Jones auf Stelzen in einem sehr schweren, wahrscheinlich sehr heißen Kostüm mit einem riesengroßen, lauten Kopf... Nachdem er 5 Stunden dieses Kostüm auch angezogen bekommen hat. Ich kann auch dazu sagen, 5 Stunden in der Maske. Genau. Davor noch. Konnte nur durch die Nasen gucken, muss dann auf Spanisch, nicht seine Muttersprache, was er gerade gefühlt gelernt hat, schauspielen. Also wirklich... Props gehen raus an Doug Jones. Ja. Man hat nichts von diesen Beschwerden im Film mitbekommen. Und das ist wirklich eine... Meisterleistung. Ja, also Props nochmal. Auf jeden Fall. An Doug Jones. Doug Jones, wenn du das siehst. Gute Arbeit. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit einem anderen guten Werk, einer anderen guten Arbeit. Ja. Mit unserem letzten Film, Dave Made a Maze. Als Annie, gespielt von Mira Rohit-Kumbani, eines Nachmittags nach Hause kommt, findet sie in ihrem Wohnzimmer ein großes Labyrinth aus Pappe. Und in diesem Labyrinth sitzt der Bauer, ihr Freund Dave, gespielt von Nick Chin, und findet nicht mehr raus, nach eigener Aussage. Annie reagiert verständlicherweise zunächst sehr genervt, aber als sich dann rausstellt, dass Dave tatsächlich seit 3 Tagen dieses Labyrinth nicht verlassen hat, wird sie dann noch nervös und ruft Daves besten Freund Gordon zur Hilfe, gespielt von Adam Bosch. Der wiederum ist selber überfordert und ruft daraufhin einen weiteren Freund. Und nach kurzer Zeit ist das ganze Wohnzimmer voll mit einer Menge Menschen plus Regisseur und Filmcrew, die alle mehr oder weniger gekommen sind, um Dave aus diesem Labyrinth zu retten. Trotz Daves Warnung betreten sie dann tatsächlich das Labyrinth und stellen dabei fest, dass es von innen wirklich viel größer und viel gefährlicher ist, als es von außen so den Anschein hatte. Dave Made a Maze ist 2017 rausgekommen und ist das Regiedebüt von dem Schauspieler Bill Watterson. Die Inspiration zu dem Film hatte er durch seine Kindheit, da wo er selber früher viel aus Pappe irgendwelche Gebilde gebaut hat. Und das war so ein bisschen dann die Grundidee für eben diese verrückte Geschichte, die ja in diesem riesengroßen Papplabyrinth dann irgendwie stattfindet. Die Idee hat er dann seinem Co-Writer Stephen Sears erzählt und daraus haben wir dann das Drehbuch geschrieben, was dann letztendlich Dave Made a Maze wurde. Ebenfalls eine Inspiration waren wohl deren Kindheitsfilme, deren Abenteuerfilme, die sie früher geguckt haben, Goonies beispielsweise. Und da wollten sie diesen Abenteuerflair wohl mit reinbringen und haben sich deswegen auch für Practical Effects entschieden, weil eben früher das ja viel präsenter und viel mehr genutzt wurde, weil ja CGI noch gar nicht so fortgeschritten war. Und deswegen haben sie Practical Effects benutzt und haben das wirklich sehr, sehr ausgenutzt, auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Ja, man kann wirklich, dadurch, dass alles aus Pappe gebaut ist, was man in diesem Film irgendwie sieht, da ganz besonders sehen, wie das alles mechanisch so ineinander greift. Besonders Stop-Motion und Puppetry sind wirklich sehr schön dabei anzugucken und auch nochmal was ganz anderes als in den anderen beiden Filmen, die wir vorher hier vorgestellt haben. Ja, man sieht einfach, wie kreativ die dabei waren und ein Grund dafür war auch, dass sehr viel spontan entstanden ist und sehr viel so übersprungshandlungsmäßig dann doch in den Film genommen wurde. Und das gibt dem Film eine ganz tolle Frische. Die haben nämlich in einem ganz kleinen Set nur gedreht, wo sie maximal... Sie haben in einem kleinen Studio gedreht, wo sie maximal 2 Sets drin aufbauen konnten. Und es ist überhaupt nicht viel. Sie mussten also konstant immer wieder auf und ab und weiter bauen, so wie Dave auch in dem Labyrinth. Und genau diese Unvorhersehbarkeit hat der Film auf jeden Fall. Man weiß nicht, was für ein Raum kommt, wenn die um die nächste Ecke gehen. Und ist immer wieder neu überrascht. Auch dann eben von den Practical Effects, die dann auf einmal benutzt wurden. Ja, also es ist wirklich, man weiß überhaupt gar nicht, was jetzt kommen wird. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das hatte ich auch lange nicht mehr im Film, dass ich wirklich einfach nicht, ich habe sehr oft jetzt wirklich gesagt, aber trotzdem wusste ich wirklich nicht, was jetzt auf mich erwarten wird. Und das war sehr gut. Ja. Kommen wir vielleicht jetzt zum Schluss, zum Resümee von dem Film und gucken uns an, was wir da gerade so erzählt haben.
Denn wir haben euch jetzt drei Filme mit Practical Effects vorgestellt, die Practical Effects wirklich sehr unterschiedlich benutzt haben. Für Romantik, für Horror, für Comedy. Und wir hoffen, dass euch das auch auf jeden Fall ein Bild von dem gegeben hat, für was alles Practical Effects genutzt werden kann. Gab es bei dir irgendwas, was dir positiv aufgefallen ist, was dich überrascht hat, was du gut fandst? Gab es da? Also, mal ganz abgesehen von den Practical Effects, war ich sehr überrascht von Vergissmeinnicht, ehrlich gesagt. Ich hatte von dem Film schon mal gehört, ihn aber nicht gesehen. Als der Film rausgekommen war, war ich 5. Also da habe ich ihn definitiv nicht gesehen. Warst du nicht im Kino? Nein, und jetzt haben wir das nachgeholt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das war ein wirklich der romantischste Film, den ich seit ganz lang gesehen habe. Aber wenn deine Frage auf die Practical Effects abgestimmt hat, dann muss ich sagen, dass mich Pan's Labyrinth vor allem überrascht hat. Denn ich bin überhaupt gar kein Monster-Fan. Ich mag zwar Fantasy, aber halt eher so diesen Zauberkram und nicht unbedingt die Monster. Eigentlich ist das immer so der Moment, wo ich dann aussteige. Ich komme da einfach raus. Mir fällt das schwer, da halt einzutauchen in den Momenten. Und das war bei Pan's Labyrinth anders. Ja. Am Anfang musste ich mich noch so ein bisschen an den Pan gewöhnen, auch weil er teilweise eben mechanisch aussieht. Im weiteren Verlauf des Films, wenn man ihn näher kennenlernt, fällt aber das nicht mehr so doll auf. Also das fügt sich so in seine Persönlichkeit ein, das passt total zu ihm. Und das, finde ich, war echt überraschend. Also da werde ich die Augen jetzt auch weit geöffnet halten für Doug Jones und Guillermo del Toro, die ja beide da total drauf stehen und das auch in anderen Filmen machen. Ja. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, tatsächlich, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, war eben Dave Made a Maze und diese ganze Kreativität, die man wirklich in dem Film einfach spüren konnte, wie einfach alles handgemacht war und wie vielseitig man mit Pappe umgehen kann, was man mit Pappe alles bauen kann, wirklich von Monstern bis zu irgendwelchen krassen Räumen und Gebilden und auch eine Szene ist jetzt kein Spoiler vielleicht, aber falls ihr das nicht hören wollt, dann hört weg. In einer Szene wird ein Kopf abgeschnitten und der Kopf ist dann eben aus Pappe und das Blut, was rausspritzt, ist auch aus Pappe. Und das ist was ich noch nie gesehen habe, was ich einfach ein komplett witziges Add-on war, ein komplett witziges Detail war. Und das ist wirklich also wie so ein Kinderfilm, den man früher gedreht hätte, bloß sehr gut produziert, geilen Skript, tollen Schauspielern und wie gesagt, einfach eine Handvoll guter Leute, die gut mit Pappe umgehen können. Ja, schön. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ist bestimmt auch schon lang genug an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wünsche, Anmerkungen, Ideen gerne in die Kommentare. Alles unten rein. Genau. Und wir sagen ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal.